Howdy-ho, hier ist wieder Agri Fail, heute mit einem Review zu Hostile. Ja, Mathieu Thurys Hostile, ein französischer Endzeit-Horrorfilm, wird von Xavier Gens präsentiert. Ich glaube, in der Produktion selber hing er nicht drin. Man wollte nur aus marketingtechnischen Gründen seinen Namen so ein bisschen mit reinnehmen, weil er bei Horrorfilmfans durchaus nicht ganz unbekannt ist. Nun gut, ja, ich habe irgendwann mal den Trailer gesehen und doch, sieht nicht schlecht aus, aber irgendwie doch nicht angeguckt. Und jetzt ist er bei einem der vielen Streaming-Anbieter aktuell gratis mit drin im Abo. Und dachte ich mir, scheiß drauf, kannst ihn ja endlich mal anschauen, sah ja halt nicht schlecht aus. Nun gut, wie gesagt, ist ein Endzeitfilm, irgendein Outbreak gab es, die Menschheit größtenteils wohl ausgerottet. Gibt natürlich immer noch ein paar Überlebende. Und ja, eine davon ist Juliette, die ist anscheinend, hat sich so ein kleines Camp oder Kommune gebildet. Und sie jedenfalls ist on Tour, um halt, Nahrungsmittel zu finden, weil die sind natürlich irgendwann knapp. Nachdem sie dann quasi erstmal einen anderen Überlebenden gefunden hat und auch ein paar Nahrungsmittel, der andere Überlebende, der macht es halt nicht mal so lange, ist sie halt wieder auf dem Rückweg und will eine Abkürzung nehmen, um schneller im Camp zu sein. Blöd ist, da flattert ihr aus dem Auto, mit dem sie unterwegs ist, ein Foto von ihr und jemand anderen raus. Sie ist dadurch abgelenkt und verreißt das Steuer, überschlägt sich und wacht nachts dann auf und kriegt dann halt mit, ihr Bein ist gebrochen. Das heißt, sie kann jetzt erstmal nicht zu Fuß weiter und anscheinend kriegt sie auch erstmal keinen, der ihr helfen könnte in dieser Situation. Und blöderweise ist einer der, der Kreaturen, die halt jetzt sehr auf Menschenfleisch stehen, ist für so einen Outbreak immer wichtig, dass auch irgendwelche Kannibalen oder Zombies oder ähnliches da unterwegs sind, dass der sie da belagert. Die Grundprämisse ist recht simplistisch, muss man sagen, finde ich aber auch ganz cool. Wir haben hier statt Zombie-Outbreak mit Hunderttausenden von Zombies und Ähnlichem, haben wir hier quasi einen Überlebenskampf einer Dame und die halt mit einem gebrochenen Bein in dem Auto festhängt und überstehen muss, bis denn irgendwann mal Hilfe kommt. Und wir haben hier eine Kreatur, die sie halt, wirklich belagert. Also nicht viel großes Spektakel, das Ganze einfach gehalten. Wie gesagt, das macht auch ein Stück weit den Reiz des Films aus. So, wer jetzt natürlich gedacht hat, dass das jetzt 90 Minuten purer Thrill ist, ist Mathieu Thurys ein bisschen anderen Weg gegangen und man sieht es ein bisschen im Trailer, aber es wirkt etwas irreführend. Ne? Im Trailer wirkt es so, als ob es ein sehr actionreicher, thrillhaltiger Film ist, und hat im Trailer ein bisschen Backdrop zu den Sachen, die wohl in der Vergangenheit mal gewesen waren. Thurys hat hier sich dafür aber entschieden, dass er halt die Jetztzeit, wo Juliette, gespielt übrigens von Brittany Ashworth, in dem Auto festhängt, dass das immer mit Intercuts ist, über die Geschichte bis zum Outbreak. Und ich muss mal sagen, so ein bisschen, so blöd dass es klingt, Liebesdrama zwischen ihr und Jack, der von Gregory Fitoussi, ich kann den Namen nicht aussprechen, muss noch mal gucken, Gregory Fitoussi gespielt wird. Und wie gesagt, einerseits muss ich sagen, ich finde es sehr interessant, weil erstmal die beiden spielen das auch vernünftig. Dadurch hat man natürlich ein bisschen für den Überlebenskampf auch es ist nicht halt irgendeine Troller, die da jetzt im Auto sitzt und man drückt ihr die Daumen, weil sie halt die Heldin ist. Ja, man kriegt hier wirklich einiges am Background, ihr Charakter wird auch ein bisschen schon vernünftig ausgebaut, dass man halt mitkriegt, dass sie halt auch irgendwo eine Kämpferin ist, was hier natürlich im Auto auch nochmal, nicht mal symbolisiert wird, sondern ziemlich direkt klar wird. Ich will ja auch nicht zu viel spoilern, was da in der Vergangenheit passiert und was ihr Background ist. Das ist natürlich sehr interessant gemacht und das ist durchaus interessant auch anzuschauen und auch durchaus unterhaltsam. Hat einen wesentlich dramatischeren Einschlag, als man es vielleicht anhand des Trailers erwartet hat und vielleicht auch anhand der Geschichte des Films allgemein vielleicht benötigt hätte, muss man fies sagen. Durch dieses Hin und Her aus der Jetztzeit und der Vergangenheit haben wir immer ein ganz großes Problem. Es sind natürlich zwei nebenherlaufende Geschichten, die eine halt vor der anderen angesiedelt, die beide ihre Spannungsbögen haben, die wie Jack und Brittany, sage ich schon, Jack und Juliette sich kennenlernen,
wie ihre Beziehung sich entwickelt und so weiter und so fort, das hat einen ganz eigenen Spannungsbogen, während die Geschichte im Auto einen ganz anderen Spannungsbogen hat. Und ja, durch dieses Hin und Her, muss man viel sagen, zerreißt sich das manchmal etwas. Ne? Das heißt, wenn es denn gerade die Spannung angeschraubt wird in der Jetztzeit, Cut, und wir haben dann halt wieder was in der Vergangenheit spielt, und gerade wenn da wieder Momente kommen und sagt, oh, jetzt möchte ich wissen, wie es weitergeht, Cut, sind wir wieder in der Jetztzeit. Das kann, wirkt sicherlich für manche sehr gut, halt blöd gesagt, so ein bisschen Cliffhanger-Prinzip. Wenn ich wissen will, wie das eine weitergeht, muss ich das andere erstmal weiter gucken, um halt rauszukriegen, was passiert, wenn ich jetzt wieder in der heutigen Zeit oder in der Gegenwart bin. Bei mir hat es nicht ganz so gut funktioniert. Es ist nicht, dass der Film langweilig wird deswegen oder nicht eine gewisse Spannung hat, aber dieses Hin und Her schadet, sag ich mal, ein Stück weit der Atmosphäre. Und deswegen an sich, nehmen wir jetzt gerade mal das mit dem Auto erstmal in der Gegenwart, durch die spartanische Beleuchtung, wie das Thury mit den Autos, mit dem Auto, mit dem Licht nach vorne, nach hinten inszeniert hat, das hat, da kann eine coole Gruselatmosphäre entstehen, das sieht fantastisch aus, das wirkt. Und wir haben natürlich auch hier einiges an Atmosphäre, aber meiner Ansicht nach kann sich das nie so richtig schön aufbauen und nie die Intensität kriegen, die es hätte haben müssen, damit es ein wirklich großartiger Film wird oder auch wirklich ein Geheimtipp wird. Ich bin auch ehrlich, es ist halt ein bisschen blöd, muss man das klar sagen. Die Atmosphäre ist da, aber sie ist nie so spannend oder nervenzerreißend, wie sie hätte sein müssen eigentlich. Oder auch wie sie hätte sein können. Und dass Thury das hätte inszenieren können, das merkt man. Aber durch den ganzen tonalen Wechsel zwischen den beiden Sachen, ich sag mal blöd, das Hauptmotiv bleibt dabei, das ist Juliettes Kampf. Einerseits früher im Leben, andererseits jetzt in der Apokalypse, aber wie gesagt, vom Ton ist das doch sehr unterschiedlicher Kampf. Und wenn ich einerseits gerade Horror habe, der Atmosphäre aufbaut, Intensität aufbaut und dann Cut, habe ich, ich sag mal, blöd gesagt, ein Liebes- oder Beziehungsdrama, das eine ganz andere Atmosphäre wieder aufbaut, wird man immer wieder rausgerissen, und umgekehrt gilt es halt genauso. Gerade wenn das Beziehungsdrama auch Atmosphäre aufbaut, Spannungspunkte hat, sind wir wieder im Horrorpart. Und wie gesagt, ich weiß, was man hier versucht hat. Es ist ja auch nicht misslungen, um Gottes Willen. Aber, man verschenkt hier eine Menge Potenzial, weil man zu regelmäßig hin und her springt. Die Geschichte, wie sie sich dann aufbaut, da hätte es blöderweise auch nicht gepasst, hätte man jetzt erst den Kram vorher gemacht. Und das aufgebaut und dann den Outbreak, dann würde die Geschichte auch komplett verpuffen. Und hätte man das drastisch reduziert, den Dramateil, dafür ist dann natürlich die eigentliche Handlung vielleicht, also die in der Gegenwart, vielleicht zu wenig. Und dann hätte man vielleicht auch den Background von Juliet nicht so vernünftig näher gebracht. Von daher vielleicht auch vom Groove oder Grundidee, schwierige Angelegenheit, die gut umgesetzt wurde, aber sich selbst irgendwo auch im Weg steht. Aber wie gesagt, trotzdem, die Szenen mit den im Auto sind natürlich sehr teilweise sehr atmosphärisch, halt nicht so, wie es hätte, so stark, wie es hätte sein können. Es gibt ein paar vereinzelte, kleinere Jumpscares, die jetzt auch nicht so dick auftragen und ich denke mal, die meisten Leute auch nicht unbedingt jetzt komplett erschrecken. Aber wie gesagt, Atmosphäre ist prinzipiell schon vorhanden. Und was ich schön finde, man hätte ja sowas dann auch immer noch aufwürzen können durch unnötige Bluteffekte. Wir haben hier nicht unendlich viel Gewalt. Wir haben natürlich ein, zwei eklige Szenen oder ein, zwei blutige Szenen. Aber Thury übertreibt sie nicht und stellt hier wirklich die Atmosphäre und den Überlebenskampf in den Vordergrund. Bei den Szenen in der Vergangenheit, wie gesagt, man merkt, es spitzt sich irgendwo zu bis zu dem Punkt, wo natürlich der Outbreak ist. Sicherlich nicht das tiefgehendste Drama, aber schon vernünftig inszeniert, gut anzuschauen. Die Charaktere, man interessiert sich dann doch schon dafür, was mit ihnen passiert und wie sich das weiterentwickelt. Von daher auch der Part an sich gut gelungen.
Das Einzige, was ich dann wirklich noch kritisieren muss an diesem an sich gut gemachten Film, halt neben diesem Hin und Her, was dem Film im Weg steht, ist der finale Twist. Ich will hier nicht zu viel drauf eingehen. Es wirft natürlich ein paar Fragen auf die, gerade auf die Szene in der Gegenwart nach dem Motto, okay, passt das noch hundertprozentig? Könnte man drüber diskutieren? Das Blöde ist, ich habe den Twist irgendwann vermutet. Ich dachte mir, das machen die das jetzt. Wollen die da wirklich in die Richtung gehen? Und ja, da sind wir an einem Punkt, wenn ich jetzt sage, das geht in Richtung Kitsch, kann sich fast jeder denken, worauf das hinausläuft. Ja, das passte eigentlich zu diesem schönen Thema des Überlebenskampfs von Juliette, sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit. Dafür ist das Ende zu kitschig, denn doch vielleicht, ne? Ich denke mal, viele werden zwischendurch mal den Braten riechen und sich denken, okay, ja, es passte eigentlich meiner Ansicht nach nicht so gut zum Film und ja, wie gesagt, es gibt auch mal einen Abzug in der B-Note. Naja, trotzdem, Hostel, wie gesagt, steht sich aufgrund seiner Struktur teilweise selbst im Weg, ne, und kann dadurch weder sein dramatisches Potenzial voll entfalten, noch sein atmosphärisches Horrorpotenzial. Und er hat ein bisschen, wie gesagt, kitschiges Ende. Abgesehen davon ist er aber so super inszeniert, ne? Kameraarbeit, es läuft, die Beleuchtung, es läuft alles wunderbar ineinander. Wir haben trotzdem genügend Spannung, genügend Atmosphäre und auch ein ja, Dramapart, der per se erstmal funktioniert, sodass das durchaus ein vernünftiger Film ist, aber halt, ja, wie gesagt, für mich kein Geheimtipp, nicht so nach Motto, den müssen Sie denn doch, oder müsst ihr denn doch nochmal gesehen haben. Nun, für gratis nettes Futter für zwischendurch mit interessanten Ansätzen. Definitiv auch schön, dass man hier einen etwas anderen Weg gegangen ist, als immer nur, ja, wie man es aus Frankreich kennt, die überbrutalen Horrorkracher oder Schocker. Mal was anderes, aber wie gesagt, ich denke mal, wenn Thury da ein bisschen von der Struktur sich mehr gefallen oder was anderes inszeniert, was sich da nicht so im Weg steht und tut, dass sie einen größeren Gefallen und könnte wirklich einen richtigen kleinen Klassiker produzieren. Na gut, ich bin an der Stelle durch. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Video liked und teilt und meinen Kanal abonniert und das nächste Mal wieder mit dabei seid. Also, bis dann.